Wir sind in Eberswalde im Land Brandenburg. Hier wurden früher große Kräne gebaut. Ein Kran steht heute im Familiengarten. Der Marktplatz in Eberswalde ist das Zentrum der Stadt. Hier und in der Altstadt sind jeden Tag viele Menschen unterwegs und es ist dichter Verkehr. In Eberswalde gibt es einen ganz besonderen Bus, den O-Bus. Der heißt so, weil er den Strom zum Fahren aus dieser Oberleitung bekommt. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken und zu lernen in Eberswalde. Zum Beispiel, wenn ihr mit der Bahn zur Schule fahrt. Wir sind in der Regionalbahn der ODEC, das ist die Ostdeutsche Eisenbahn. Die ODEC fährt im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Dazu gehören auch viele andere Busse und Bahnen. Es fahren hier die Deutsche Bahn, die S-Bahn Berlin oder auch die Niederbarnimer Eisenbahn. Die Triebfahrzeugführer und die Servicemitarbeiter sorgen dafür, dass ihr gut und sicher zur Schule kommt. Denn auf dem Weg zur Schule kann so viel passieren. Na hallo, und ich bin Zugi. Ich zeige euch, liebe Kinder, was ihr beim Bahnfahren unbedingt beachten müsst. Beginnen wir mit dem Weg zum Bahnhof. Geht immer zeitig genug los, damit ihr euren Zug nicht verpasst. Die Bahn fährt ja, wie ihr wisst, auf Schienen und die Schienen kreuzen Wege und Straßen. Damit ihr sicher über die Straße zum Bahnhof kommt, gibt es einen Bahnübergang. Hier stehen Schranken und solche Kreuze. Die heißen Andreaskreuz. Bevor die Bahn kommt, beginnt die Lampe im Andreaskreuz rot zu blinken und die Schranken gehen zu. Das bedeutet Stopp. Und hier müsst ihr genauso wie Laura und Sophie sofort stehen bleiben und dürft nicht unter der Schranke durchklettern. Das ist lebensgefährlich und absolut verboten. Die Autos und die Radfahrer warten auch an der Schranke. Zum Bahnhof geht ihr immer nur auf dem Gehweg. Und wenn ihr eine Straße mit Schienen überqueren müsst, dann nur über den Bahnübergang. Auf keinen Fall neben den Schienen laufen. Das ist wirklich lebensgefährlich. Am Bahnhof trefft ihr sicher schon ein paar Freunde, die auch zur Schule fahren. Klar habt ihr euch da immer viel zu erzählen und freut euch auf den Tag. Auf dem Bahnsteig müsst ihr immer gut aufpassen. Bahnhöfe sind keine Spielplätze zum Toben, Rennen oder Herumalbern, denn das ist sehr gefährlich. Achtet immer gut auf die weiße Linie auf dem Bahnsteig. Diese weiße Linie zeigt euch, in welchem Abstand ihr zur Bahnsteigkante auf die Bahn warten müsst. Also immer hinter der weißen Linie laufen und stehen bleiben. Erst beim Einsteigen dürft ihr die weiße Linie betreten. Ganz genau, denn sonst könntet ihr vom Bahnsteig in die Schienen fallen. Die sind oft viel tiefer und ihr verletzt euch schlimm. Also immer hinter der weißen Linie warten und nicht herumtoben. An eurem Bahnhof fahren viele Züge. Einige halten hier gar nicht, sondern fahren einfach durch. Nicht nur ihr steht deshalb hinter der weißen Linie, sondern auch eure Schultaschen. Wenn eine Bahn am Bahnsteig vorbeifährt, entsteht ein kräftiger Wind. Da ihr nicht alle Züge kennt, die kommen, müsst ihr unbedingt auf die Regeln auf dem Bahnsteig achten. Ganz genau. Der Wind, den eine Bahn macht, heißt Sog. Der Sog ist so kräftig, dass er nicht nur die Schultasche an sich zieht, sondern auch dich mitreißt. Das ist lebensgefährlich. Deshalb immer den Abstand zur Bahnsteigkante einhalten. Du weißt schon, die weiße Linie ist sehr wichtig. Wenn dein Zug kommt, musst du dich auf das Einsteigen vorbereiten. Die Bahn hält nur kurz an und es steigen Leute aus und ihr wollt einsteigen. Hier darf nicht gedrängelt und geschubst werden, denn dann könntet ihr euch die Füße zwischen Bahn und Bahnsteig einklemmen und euch schlimm verletzen. Na, das sieht hier aber gut aus, wie ihr einsteigt. Da freut sich die kleine Bahn. Yippie, in der Bahn sind ja schon meine Freunde. Oje, was ist denn hier jetzt los? Hier ist es plötzlich furchtbar laut in der Bahn und alle tonen gefährlich herum.
Das ist doch eine Bahn und kein Spielplatz. Ihr stört die anderen Fahrgäste und könnt euch beim Toben verletzen. Haltet euch immer gut fest, wenn ihr in der Bahn steht, damit ihr euch nicht wehtut, wenn die Bahn bremst. Mensch, Kinder, der arme Lokführer, der kann sich ja beim Fahren gar nicht mehr konzentrieren. Und der Kundenbetreuer, der kommt ja gar nicht mehr durch den Zug. Ruhe, Stopp. Ah, diese Stille, das tut gut. In der Bahn fährt manchmal die Bundespolizei mit. Die Polizisten passen auch darauf auf, dass sich hier alle ordentlich verhalten und niemandem etwas passiert. Sie sorgen mit für die Sicherheit aller Fahrgäste. Genau, also nicht toben in der Bahn. Das gefällt der Bundespolizei nicht. Und auch dem Kundenbetreuer und den anderen Fahrgästen nicht. Wenn ihr mit der Bahn zur Schule fahrt, braucht ihr einen Fahrschein. Den kontrolliert der Kundenbetreuer. Also immer schön den Fahrausweis einpacken, bevor du zur Bahn gehst. Denn den will der Kundenbetreuer sehen. Was ist denn das? Habt ihr nicht ausgeschlafen oder warum liegt ihr auf den Sitz rein? Und eure Schultaschen? Die sollten natürlich nicht im Weg stehen. Sonst können die anderen Fahrgäste darüber stolpern und sich etwas brechen. Gut gemacht, so ist es richtig. Geht dann nur auf einen Platz und eure Tasche am besten auf den Beinen. Was passiert denn hier? Schubsen ist weder in der Bahn noch sonst irgendwo cool. Und dann der Schmutz, der so entsteht. Und hier schmeißen alle Essen und Müll durch die Gegend. Der Servicemitarbeiter muss das alles wieder sauber machen. Hey, wie wird's richtig gemacht? Richtig, dafür gibt es in jedem Zug die Mülleimer. Na, da hört aber jemand laut Musik. Hey Nele, trotz Kopfhörer ist das ganz schön laut. Leiser machen. Macht eure Musik bitte nicht so laut. Das ist schlecht für eure Ohren und für die anderen Fahrgäste im Zug. Und ihr hört auch gar nicht mehr die Durchsagen und könnt verpassen, auszusteigen. So, und da sind wir ja schon in Eberswalde. Auch beim Aussteigen aus der Bahn gilt natürlich, langsam und ordentlich aussteigen. Mal sehen, ob's klappt. Hey, so geht's aber nicht. Alle zurück. Ihr wisst doch, dass ihr langsam aussteigen müsst. Also, einfach alle ganz ruhig aussteigen, vom Zug weggehen und dann könnt ihr auf dem Bahnsteig eure Freunde begrüßen. Vom Bahnhof aus geht ihr weiter zur Schule, entweder zu Fuß oder wie wir mit dem Bus. Und auch hier gilt, nicht drängeln beim Einsteigen und wieder den Fahrschein zeigen. Das war ja eine aufregende Fahrt mit der Bahn und viel lernen konnte man auch. Ich hoffe, unsere Schulkinder und ihr macht das in Zukunft alles richtig. Versprochen? Versprochen, das nächste Mal klappt alles gut. Und denkt immer an mich in der Bahn. Und wir bedanken uns bei den Schülern und Lehrern der Bruno H. Bürgelschule in Eberswalde, bei den Familien der Schüler, bei der Ostdeutschen Eisenbahn, bei der Bundespolizei und beim Landgasthof Britz für die tolle Unterstützung. Tschüss, hab euch lieb! Thank you.